Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bloodborne bis Niku heult. Mittlerweile in Part 4 und ich habe ein neues T-Shirt an. Ja, die Aufnahme-Session vom letzten Mal, die eine Folge, wurde kurzfristig unterbrochen, wie ich das wahrscheinlich angemerkt hatte. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wir schauen uns jetzt ein bisschen genauer hier um. Denn, wie ich in der letzten Folge ja schon festgestellt habe, beziehungsweise gefunden habe, haben wir Lampen hier, beziehungsweise die, ja, obligatorischen Leuchtfeuer. Und, ja, ich muss mich hier noch ein bisschen umschauen, denn ich habe einige Items liegen gelassen, das habt ihr ja gesehen. Und auch da ist ein Item. Aber das sind hässliche Viecher. So. Und, ganz knapp, das sind dreckige Viecher. Ich sag's euch. Okay. Machen wir mal so hier, mal ein bisschen zusammenschleddern. So, Ölurne. Und ich habe schon wieder vergessen, auf Englisch zu stellen. Verdammte Hacke. Muss ich in der nächsten Folge machen. Das erspare ich euch jetzt mal, die 35 Sekunden Ladezeit. Das ist ein bisschen doof, ne? So, wir müssen uns hier echt haargenau umschauen. Achso, ja, stimmt. Den Kerl habe ich auch noch nicht gemacht. Muss ich mal gucken. Zack. Okay, so. Na, der ist ja nicht so ganz schwer, ne? Gerade weil wir so eine derbe Reichweite haben, ist der ganz, ganz gut machbar. So, Blutfiole zweimal. Ach so, oh, das hätte er gehabt. Molotov-Cocktail 4. Und eine Fackel. Fackel. Läuft das ähnlich wie bei Dark Souls 2? Warte mal. Nee. Schalldämpfer. Achso, ja, Schalldämpfer haben wir ja bekommen. Warte mal, kann ich die... Ah, okay, da ist er. Gut, gut, gut. Ist die ausgerüstet? Die ist ausgerüstet. Oh, nee. Achso, nee, ist der... Ja, da ist... Ah, okay. Sie brennt. Geht. Ja, falls wir irgendwie etwas dunklere Stellen finden sollten... Ist die, glaube ich, ganz nützlich. Werden wir in Bloodborne wahrscheinlich öfter finden als in Dark Souls 2. Hoffe ich zumindest mal. Denn das ist, glaube ich, ganz cool, wenn die das so machen. Bei Dark Souls 2 hat man es ja im Grunde nur in einem Gebiet gebraucht. Und dann nicht wirklich mehr. Ah, Kacke. Nein. Ach, Scheiße. Die Hunde, ey. Die Hunde. Ach, Kacke. Muss ich mal was trinken. So, der hat uns schon gerochen hier. Ah. Das ist doof. So, der Hund hat uns auch... Ja, okay, der Hund kommt. So, die anderen aber noch nicht. Die sehen uns, aber die haben nicht so eine Lust irgendwie, habe ich das Gefühl. Okay, weggebumst. Ich mach mal eins, oder mal? Ich mach mal so. Scheiße. Nicht so ganz das, was ich wollte. Ah, okay. Scheiße, scheiße. Könnte nach hinten losgehen. Geht aber nicht nach hinten los. Ah, mehr oder minder. Oh, jetzt nicht so ganz optimal. Gut. So, dann sind wir wieder hier auf dem Stieg. Genau. Den Anfang können wir... Oh, die Hunde. Beziehungsweise die Werwölfe. So. Hier müssen wir uns nochmal umschauen. Hier habe ich auch noch nicht alles durchsucht, glaube ich. Müssen wir halt auch in Ecken schauen. Das ist ja mal so mein Problem für die älteren Zuschauer. Ah, siehste, da haben wir auch schon was. Blutsteinscherbe. Gut, ja, da hinten ist das Nebelgate. 1000 Seen haben wir knapp. Das ist... Ganz okay. Allerdings geht das immer ein bisschen, also geht noch mehr. Okay, da ist auch noch ein Item. So, natürlich kann man auch mal hier wieder... Oh. Oh, 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 oh. Gab's das auch schon in der Alpha? Also es ist ein Gebiet, was ich jetzt noch nicht gesehen habe.
Guck einer an. Okay, das sind auch neue Gegner. Gab's das in der Alpha? Ich habe ja heute, oder wir haben ja auf heute, auf Next Up, so ein kleines, ja, einen kleinen Vergleich mal gemacht. Wir haben ja auch die Alpha damals gespielt. Das war, glaube ich, weiß gar nicht genau, wann es war. Das ist schon ein Weilchen her. Das ist, glaube ich, im Oktober rum gewesen oder so. So, ich warte mal auf den Kerl da. Ach so, nee, der geht da bis der ganz hinter. Gut, dann springe ich ja doch runter. Ja, und auf jeden Fall, ich hab's am Anfang irgendwie mal erwähnt, ich habe gedacht, es war dunkler in der Alpha. Und ich hatte tatsächlich recht, es war dunkler. Oh, wow, wow. Oh, der hält ja ganz schön viel aus. Nicht so geil. Scheiße. Blutfiolen. Ja, die kriegen wir zum Glück nicht so ganz schlecht. Oder nicht so ganz selten. Okay, hier muss ich auf jeden Fall aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt schon hin sollte. Denn die kommen mir ein bisschen stark vor. Aber vielleicht wird's ja, ne? Vielleicht wird's ja. So, immer die Kisten kaputt machen. Ist auch mal ganz wichtig. Da unten geht's auch noch ein bisschen lang. So, und... Jawohl. Okay, machen wir mal hier. Und machen das Ganze mal mit dem Großen. Das ist schon eine coole Waffe. Schön zusammenstecken wir. Blutfiolen. 17 Stück mittlerweile. Das ist echt ganz geil. Also da hätten es uns hätte es auf jeden Fall schlechter treffen können. So, ups. Okay, warte mal, ich trinke mal was. Beziehungsweise spritzt mir was, wie auch immer. Und scheiße. Nein! Ja, zwei, die wir jetzt verbraucht haben, haben wir jetzt wieder eingesammelt. Schön. Ja, und hier ist ein Item. Ist hier oben noch was? Ja, er muss jetzt wieder genau treffen, ey. Das... Da bin ich auch so ein Held drin. Ja, schaffe ich immer. Ah, okay. Dickes Kaltblut. 5 Stück. Da versteckt sich einer. Da ist eine Ratte. Und so. Umgenatzt. Wir trinken was zur Sicherheit. Ich weiß immer nicht. Da ist auch noch ein Kerl. Wow, wow. Okay, ich muss... Scheiße, scheiße! Nein, nein! 1000 Wahnsinn. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Übrigens, eine kurze Frage. Bloodborne, das ist ja PS4. Wissen wir ja. So, kurze Frage. Ich habe kein PS Plus, also kein aktives PS Plus momentan. Ich kann aber am Anfang im Startbildschirm, das kennt ihr vielleicht als Bloodborne-Spieler, beziehungsweise wenn ihr den ersten Part geschaut habt, müsste es auch da gestanden haben, online spielen oder offline spielen, konnte man auswählen. Ich habe heute, wenn ich als ich angemacht habe, online spielen ausgewählt. Und das ging. Jetzt ist die Frage, kann man Bloodborne denn auch ohne PS Plus spielen, online? Das ist die Frage. Kann ich Leute beschwören, auch wenn ich... Wow, 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 wow. Auch wenn ich offline, beziehungsweise kein aktives PS Plus Abo habe. Hinweise ansehen. Ja, ich frage mich, da muss man sich echt noch ein bisschen dran gewöhnen. Das sieht noch ein bisschen sehr eigenartig aus, diese Schriftstücke da auf dem Boden. Okay. Jetzt muss ich muss gerade überlegen, wo ich hingehe. Aber wir sind richtig, ne? Sind wir richtig? Oder gehe ich gerade falsch? Ich gehe gerade falsch, ne? Ja, ich gehe falsch. Wir müssen nämlich auf die andere Seite. Weil da... der andere Aufgang ist, den wir brauchen.
beziehungsweise ich stimmt, ich muss doch in der Hütte hier hoch, Mensch, meine Fresse. Ich erinnere mich. Dunkel. So, und... Scheiße. Komm, in den Nacken, ja, du bist weg. Folgt mir einer? Nein. Gut, jetzt habe ich ein anderes Problem. Ich muss an den Werwölfen vorbei. Ich muss mal rennen. Komm, 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 komm. Ja, ich mache die jetzt mal nicht platt. Ist die Frage, wie schnell sind die? Wie lang laufen die hinterher? Wow, sie laufen mir weit hinterher und sie sind stark. Nein! Okay, ich habe gerade 1000 Seelen verloren. Ja, ach Mann, ey. Und da kommen die ganzen Ratten an und wollen die Leiche fressen. Das ist keine gute Idee, von da zu kommen. Gibt es eine andere Stelle? Es gibt, glaube ich, keine andere Stelle. Ich muss die also irgendwie töten. Die sind echt hart, ey. Meine Fresse. Die halten echt viel aus. Vor allem, ja, ich muss die halt irgendwie töten. Das bleibt mir da nichts anderes übrig letztendlich. Vielleicht geben sie auch dementsprechend pausieren. Das wäre ganz cool. Die andere Frage ist allerdings auch schon wieder, sind jetzt meine anderen Seelen weg? Ich habe ja festgestellt, dass Leute die Seelen quasi aufnehmen oder die werden aufgenommen generell. Ich habe mit dem guten Marcel vorhin ein Gespräch geführt. Manche heben es auf, manche wohl nicht. Wir hatten noch einmal den Fall, dass die quasi auf dem Boden lagen, ganz normal, und wir die einsammeln konnten. Das ist aber wohl nicht immer so, beziehungsweise eher der seltene Fall, da die meisten die aufsammeln und wir die quasi zurücknehmen nehmen müssen, indem wir sie töten. Das ist der Knackpunkt dabei. Wenn wir das nicht schaffen, sind die dann weg oder sind die dann weiterhin da? Das ist so die grobe Frage, weil... Eigentlich hat er die ja noch. Theoretisch. Theoretisch. Nur weil wir sterben, müssten die ja oder dürften die ja nicht weg sein. Das werden wir jetzt herausfinden. Wir müssen ja jetzt diesen... Ja, etwas größeren, stärkeren... Weiß nicht, Rattentypen da töten. Der uns da umgemäht hat bei dem Item. Okay, kann ich... Ja, ich kann ihn einziehen, okay. Nein, ich kann ihn nicht einziehen. Okay, jetzt müssen wir uns halt echt konzentrieren. Nein, 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 nein. Okay, nein, 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 nein. Scheiße. So, weg. Und nochmal. Ja, knapp. Knappe Geschichte. Ja, noch knappe Geschichte. Okay. So, weggerummelt. Meine Herren, ey. Die sind nicht von schlechten... Nein! Von schlechten Eltern. Er lebt immer noch... Meine Herren, ey. Oh Gott, ey. Blutsteinschere. Da brauchen wir auch genug von. Okay, drei... ja, Blutfionen haben wir wieder. 15 Stück. Ja, nicht so viel, wie wir vorher hatten, aber... Ja, annehmbar. Auf jeden Fall 800 Seelen. Also die Gaben scheinbar dann doch relativ viel. Was ganz cool ist. Sprich, wenn unsere Seelen noch da sind... Haben wir gute 2000. Die sind nicht da. Okay, hier sind meine Blutechos. Da haben wir, ja, die Antwort quasi. Sie sind weg. Also nur der letzte Seelenhaufen oder Bluthaufen wird quasi wieder gespeichert. Und nicht alles. Schade. Beziehungsweise auch gut. Sonst würde sich das ja mit fortfolgenden Toten immer summieren. Und das wäre, glaube ich, nicht ganz so geil. Alter... Ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Oh Gott, ey.
Oh Gott, ich muss erstmal reinkommen. Das ist alles noch so ein bisschen, angreifen, obwohl man eigentlich, der innere Dark Souls-Zyklus sagt, nee, nee, geh weg, ja, geh weg. Ne, aber ja, man muss in die Offensive gehen, sonst bist du ganz schnell vom Fenster. Weg vom Fenster. Okay, ja, ich weiß, ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, ob wir. Oh, wow, wow. Nein, ey, jetzt gehe Jona direkt rein. Okay, Wumms, 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 Wumms. Jawoll. Zwei Dinger gleich mitgegeben. So muss es sein. Wir machen den gleichen Trick nochmal, würde ich sagen. Ich werde mal. Also, es ist ein bisschen sicherer, von hier, von der Planke darunter zu springen. Und dann auf die Ratte. Wups. Fallen wir nämlich ein bisschen sanfter auf das Ganze. Was? Ich hab doch. Okay. Okay, noch ein. Er ist tot. Meine Herren, ey, du Dreckvieh. So, hat er was. Oh, ja, er hat was fallen lassen. Düdüm. Hat Facebook geklingelt. Oh. Jägerhut, Jägergewand, Jägerhandschuhe, Jägerhose. Neue Items. Geile Sache. Da hat sich das ja tatsächlich mal gelohnt. Tracht. Jägerhut. Jägergewand. Alles besser. Immer besser, okay. Ach. Ach. Jetzt haben wir die gute, grobe Außentrailer, beziehungsweise aus der Alpha. Die sieht ja mega geil aus. Sieht ja echt ein bisschen schick aus, ne? Mir gefällt das. Gut. Ja, jetzt müssen wir hier noch irgendwie rauskommen. Wir haben ja bei unserem Absturz vorhin mitbekommen, hier sind ein paar mehr Ratten als gedacht. Und Ratten sind meistens eher so Kacke. Ja, genau, weil die nämlich sehr aggressiv vorangehen. Wurfmesser. Auch ein neues Item. Hat man bislang noch nicht. Scheiße. Ah, nein. So. Oh, überleben einen normalen Schlag. 1700 Seelen. Wir sollten mit denen auf jeden Fall zurück zu einem Leuchtfeuer. So. Und hopp. Auf die andere Button. Und rein das Ding. Okay, ist da hinten? Da hinten schimmert es, glaube ich, noch. Das könnte ein Item sein. Also müssen wir da auf jeden Fall mal noch hinschauen. Ja, okay. Timing ist manchmal so eine Sache. Oh, eine ganz gewaltige Sache. Ich habe hier doch ein Item-Schimmer sehen. Bin ich bescheuert oder was? Okay, es war scheinbar doch kein Item. Na gut. Dann ist es halt doch kein Item. Ich dachte, ich habe mich vorguckt, okay. Das kann immer passieren. Ja, mehr gibt es hier scheinbar nicht. Eine Kanalisation? Ja, ist wahrscheinlich, ja gut, die Robe gab es ja da. Oh, Item vergessen. Ich denke mal, das ist Grund genug, da mal hinzuschauen. Ja, Fiolen. Fiolen, gib mir mehr Fiolen. Zwei Stück. 18 haben wir. Das ist eine ganz stattliche Zahl auf jeden Fall. Okay, wir können mit der Leiter hier wieder hoch. Warum wir die ursprünglich nicht genommen haben, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müssen wir uns mal hier ein bisschen umgucken. Ja. Okay, ach so, hier sind wir runtergesprungen. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Ach so. Hier, komm mal, okay. Ich dachte schon, wir sind jetzt trotzdem hier gefangen, das wäre nämlich ein bisschen sinnlos gewesen. Aber was willst du machen?
Oh Gott, die Zeit rennt uns davon, liebe Freunde. Gut, ich mache mich jetzt sowieso zurück zum Leuchtfeuer, würde ich sagen. Mit den 2000 Seen können wir einiges anfangen. Das war der falsche Weg, das war der falsche Weg, das war der falsche Weg. Ich muss woanders lang. Ich muss doch da lang, ein bisschen weiter hinter. Ja, die Werwölfe sind dann wieder da, aber die müssen wir, glaube ich, sowieso nicht machen, denn wir gehen. Ich habe auch ihn vergessen. Lasst mich alle in Frieden. Ich möchte meine Seelen behalten. Danke. Gut. Oh. Auch hier habe ich ein Item vergessen. Vor allem Blutviolen, ey. Das kann es doch nicht sein. Okay. In den Traum des Jägers zurückkehren. Und, liebe Freunde, damit verabschiede ich mich jetzt schon mal in die Pause, beziehungsweise in den nächsten Part, der morgen kommt, um 19 Uhr auf nextup.de, beziehungsweise auf YouTube. Jeden Tag 19 Uhr werden wir uns hier mit Bloodborne versuchen und so lang spielen, bis Nico heult. Nein, natürlich spielen wir das Ganze zu Ende und morgen 19 Uhr geht's weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen, mir fällt gerade ein, ich habe total vergessen, dass das hier noch kommt. Nämlich der Endscreen. Meine Fresse, habe ich tatsächlich den Endscreen vergessen und eigentlich alles schon erzählt, was ich sagen wollte, bevor sie eigentlich wirklich zu Ende war. Tja, was willst du machen, liebe Freunde? Wir haben eine neue Jägertracht, beziehungsweise die Jägertracht schlechthin jetzt gefunden, die uns nicht nur ein cooles Aussehen verleiht, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Schutz bietet. Mit 2000 Seen kaufen wir uns in der nächsten Folge ein paar Molotow-Cocktails und mal gucken, was wir damit so anstellen können. Und ob wir damit vielleicht sogar den Kleriker, das Kleriker-Biest oder Bestie, ja, töten können. Das wäre ganz geil. Dann hätten wir den ersten Boss in Bloodborne down und könnten uns neuen Gebieten zuwenden. Das und viel mehr gibt es in der nächsten Folge von Bloodborne bis Nico heult. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen, 19 Uhr geht's weiter. Macht's gut bis dahin. Ciao, ciao. I'm gonna cut you.